Natürlich sind wir Freiheitlichen eine konsequente und verlässliche Kraft wie keine andere im Landtag, die sowohl mit lösungsorientierten Vorschlägen, aber auch mit harten Forderungen immer wieder für Recht und Ordnung, aber eben auch für eine kontrollierte und eine begrenzte Zuwanderung uns stark gemacht haben und im Landtag in den letzten Jahren immer wieder unermüdlich auch auf die negativen Begleiterscheinungen einer unkontrollierten Massenzuwanderung in unsere Sozialsysteme aufmerksam gemacht haben. Und hier werden wir auch weiterhin den Landeshauptmann, der sehr gerne über die Nachhaltigkeit referiert und spricht, sie aber immer nur im Zusammenhang mit dem Klimawandel anspricht. Wir werden ihn gerade bei diesem Thema auch daran erinnern, dass es um eine soziale und kulturelle Nachhaltigkeit in unserem Land, in unserer Heimat gehen wird, wenn wir an die Einwanderung denken.